finde Weltraumkern ist ein cooler Name. Weltraum. Okay, nehmen wir noch nicht auf zu testen. Okay, so we need some questions to push our testing forward. Give you a reason to keep you engaged with the test. How do we know you are not going to idle for an hour before you solve this test chamber? See? Even I have questions that need some answering. Ich glaube, darauf spielt er an, dass man auch einfach sagen kann, nö, ich teste jetzt nicht, sondern bleib in der Testkammer, also in der Vorkammer, einfach stehen. Okay, das hat schon mal nicht funktioniert. Wissen wir jetzt auch, sehr gut. Man muss lernen. Man muss testen, probieren. Hallo. Okay. Was könnte uns jetzt das Sweet G bringen? Da oben ist nochmal ein Gel, das ist doch irgendwie blöd. Oh mein Gott, wir verschandeln eine ganz schöne Landschaft. Für mich hier keinen Sinn, komme ich da wirklich nicht durch? Ich probier's jetzt nochmal, ist mir egal. Ja, natürlich. Springen wäre auch mal eine Idee am Ende. Selbst ohne Jump Gel. Hui. Okay, das ist klar. Oder auch nicht. Okay, oder auch nicht. Das ist ja nicht unbedingt klar. Gucken wir das mal hier oben. Schau, wie er guckt. Das ergibt für mich aber auch nur Sinn, dass ich da auch hin muss. Wir probieren es nochmal. Und auch jeder. Jawoll! Wir brauchen wieder den Würfel. Den können wir. Aber da komme ich da gar nicht rauf. Wenn ich den Würfel habe. Wenn ich da nämlich drauf drücke, ist der Würfel hier weg. Und dann ist das nicht mehr, dann komme ich da eh nicht mehr rauf. Also. Würfel keine gute Option. Nochmal rüber. Ich glaube, ich hätte drüber hätte ich den orangenen Gel erstmal hinhauen müssen. Dann erst durch. Da hinten ist der Ausgang. Probier jetzt einfach mal nochmal durch.
so auf jeden Fall sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich das sollte, aber wahrscheinlich schon, ne? Wie soll ich da ohne Gil durchkommen? Ich Vollidiot. Ich hätte wahrscheinlich auch Gil. Aua, tot. Hui. Ich hätte wahrscheinlich auch erstmal da versuchen müssen, das Gil zu verstreuen. Ist so der kleine Kniff dahinter. Da ist ja eine kleine Lücke. Ach Gott, jetzt ergibt das einen Sinn. Ui, Gil. Jetzt ergibt das natürlich einen Sinn. Darauf muss man auch mehr erstmal kommen. Also man kann mir auch jetzt nicht so viele... Wobei, ich bin da, glaube ich, da eh schon durch, wenn ich das jetzt... ...das schon bedenke, reicht das eh aus. Aber ich meine, trotzdem bis zum Ende. Man weiß erstmal nicht, was man noch so braucht. Aber dann habe ich eh schon alle Gele. Denn mal, wenn ich da nämlich durchgehe, dann kriege ich mein Jump-Gel. So, okay. Bereit? Verdammt. Ich habe mir jetzt überlegt, ob ich von vorne oder von hinten angehe. Und irgendwie fand ich das so auffällig. Dann mach ich nur von hinten auf. Nein! Ach komm, jetzt muss ich das wieder machen. War nicht euer Ernst. Ich glaube schon, dass das ein paar Versuche dauern kann. Ich denke mal, ich brauche da drüben überhaupt kein Gel. Probier ich jetzt einmal. Ja, okay. Wow, es war knapp. Leck mich. Okay, wir haben Jump Gel. Ach, ich hatte eh beide. Ach, verdammt. Ist mir jetzt auch ein bisschen peinlich. Hätte ich ja gar nicht einen Würfel holen müssen. Ich dachte, ich habe jetzt nur das Champ bekommen. Aber nein. Ich habe beide wieder bekommen. Na, beobachtest du mich schon beim Testen? Das ist dein Blick, das sieht so aus, als würde uns goldig finden oder sowas. So, oh, schau, wie süß er da testet. Okay, er ist nicht mit dem Jumpkick gerade gesprungen. Sonst hätte man ja dieses Boing gehört. Blöd. Egal. Hui! Lol. Was ist denn jetzt los? Geht doch. So, jetzt ist er. Good boy. Maybe not an hour, but you still idle for quite a while, just doing nothing, supposedly thinking how to solve the test. Oh yeah. You did a terrific job. Keep it up. Okay. Angeblich zum Nachdenken des Tests, als ob man sowas müsste, ne? Naja. This test chamber is divided in two parts. One where you get the three cubes and another when you get to the exit. Good luck.
Wir haben da oben das aus, den Ausgang. Wir haben das Sprunggel. Portale werden auch nochmal wichtig. Sieht nach einem sehr großen Test aus. Erstmal alles vorsorglich mit Sprunggel. Okay, ja, da kannst du mit rumgehen. So, schauen wir uns mal um. Und jump! Ah ja, okay. Wir machen erstmal alles voll, so kann man es ja. Okay, wir hätten auch sterben können, das muss man dazu sagen. Alter, das ist noch fast doch Glück. Okay, so, was kriegen wir jetzt? Speedkill. Nur Speedkill. Ja. Knapp. So, wir haben Nummer 2. Auch wieder Laser. Ganz viele Lasertests. Wir haben wieder beide Gele, sehr schön. Und nochmal Laser. Wir kommen hier nicht angenehm runter, ne? Nee. Müssen jetzt wieder zurück, lol. Boah, gibt uns einen Hit mit, ne? Krass. Obwohl er auch da hätten raufbringen können. Ich weiß es nicht. Russ, nein! Boah, wie nervig. Ich bin immer so inkonsequent, wenn ich dann springe und dann denke ich mir immer bei den halben nächsten O, schaffe ich nicht rüber. Aber egal. Ich bin an der Deppert. Jetzt probieren wir mal Folgendes aus. Au! Alter! Das halt nicht. Scheiße. So, dann geht jetzt nur weg, aber... Okay, jetzt müssen wir mal gucken, was es so aktiviert. Es aktiviert die beiden Portale, okay. Ja. Da kann ich jetzt zum Beispiel, um das mal zu verdeutlichen, mit Speedkill. Das ist kein Speedkill. Hier durch! Und dann würde ich hier oben landen. Und dann könnte ich hier... mit Sprunggel arbeiten. Theoretisch. Ich habe noch keine Ahnung, ob das stimmt. Weil wir brauchen wahrscheinlich alle drei Laser. Aber könnte theoretisch. Okay, praktisch aber nicht. Da ist ja auch nochmal eins. Okay.
habe schon so eine Vorordnung, was wir machen müssen. Was aktiviert das hier? Die Tür. Okay. Ja, ich habe schon so eine Ahnung. Und wir werden das jetzt einfach mal erstmal ausführen, oder? Was ich was sage. Aber denke mal, ja doch, das ist jedem klar. Wir müssen erst mit dem hier arbeiten. Dann müssen wir den mit dem blauen wegschießen. Also, dass der dann im Prinzip weghüpft. Dann wird der nächste automatisch aktiviert. Dann können wir hoch und dann müssen wir den auch wegschießen, damit das Tor sich öffnet. Viel mehr ist es gar nicht. Ich glaube, es ist ziemlich simpel. Aber ich verderb's. So. Der springt weg. Dann ist es nächst. Ich sehe es ein, es ist vorbei. Ja, dann nimmt doch einmal den Laser mit. Sehr schön. So. Dann will man einfach nur hier reinjumpen. Scheiße. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Das schafft man nämlich so nicht. Nein. Aber wir haben 9 Würfel bekommen. Wir haben nochmal eine Chance. Konnintu. Ach, keine Ahnung. Wir dürfen wiederholen, das ist wichtig. Zack. Und hui. Ciao. Du bist frei. Hau bitte nicht die anderen mit weg. Wäre ja auch denkbar. Ich finde es so geil, wenn die dann so wegfliegen. Ciao. Und wir fliegen da durch und sind da oben. Alles nach Plan. Ich finde das sehr cool, wie die fliegen. Weil sie so unkontrolliert fliegen, fliegen sie teilweise auch echt lang rum. Good job, young lad. Your papa and mama should be proud. Who designed this testing protocol? Sometimes I feel like they just make this stuff up as they go along. Diese Motivations. Reden, die schon alle vorgegeben sind, damit sich die Testobjekte gut fühlen. Ja, komisch, ne?